Mario Marusic alias Ridinaro ist DJ, wie viele andere auch. Nur mit einem kleinen Unterschied. Er macht Musik mit Hilfe einer Computermaus und die steuert er mit dem Mund. Mit der sogenannten Integra-Maus von LiveTool. Sie ist nur eine der vielen Produkte, die in den letzten 10 Jahren im Tech-Center entwickelt wurden. Doch drehen wir die Zeit ein Stück zurück. Dort, wo sich früher nur Lagerflächen und das ehemalige Shell-Tanklager befand, erfolgte am 15. März 2000 der Spatenstich für das Projekt TechCenter. Am 2. April 2002 wurde bereits eröffnet. Am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, da haben wir mal selbst ein bisschen gebraucht, wo wollen wir uns hinentwickeln, und haben dann unsere Ideen entwickelt und sind dann Stufe für Stufe weitergegangen und ist eigentlich jede dieser Stufe sehr, sehr gut eingetreten. Und ich glaube, dass es dieser Mix macht, dass wir große Unternehmen haben, für die wir ein gutes Angebot haben, und dass wir kleine und mittlere Unternehmen haben, für die wir ein super Angebot haben, das einfach so erfolgreich macht und warum wir auch so voll sind. Insgesamt 67 Jungunternehmer und Gründer wurden in den letzten 10 Jahren beim Aufbau ihres Unternehmens unterstützt. Wir haben Instrumente, ganz niedrigschwellig, um leicht einzusteigen. Den Innovationscheck, da kriegt man aber auch nur 5.000 Euro. Aber es ist eine gute Einstiegsdroge. Und in weiterer Folge werden die Förderprogramme natürlich komplexer und etwas schwieriger. Fest steht aber, ganz wichtig ist, es muss eine wirklich innovative Idee sein, eine Forschungsleistung sein. Wir haben in den letzten 10 Jahren für die Gründer und Gründerinnen 330.000 Euro ausbezahlt in Form einer Mietförderung. Im ersten Jahr 50%, im zweiten Jahr 40% und im dritten Jahr 30%. Und das ist nicht wenig, wenn man so von zu Hause, vom Computer, das erste Büro bezieht. Das könnte an der Attraktivität des Standortes und am Erfindergeist liegen. Oberösterreich ist mit 727 Patentanmeldungen das führende Bundesland. Junge Unternehmen, technologieorientierte Unternehmen brauchen natürlich in der Regel auch den Kontakt zu Wissenschaftspartnern. Das heißt, die Johannes Kepler-Universität ist am Standort Linz. Die Fachhochschule hat hier einen Standort. Hagenberg ist auch nicht sehr weit. Das heißt, man ist hier stark eingebettet. Die Wertschöpfung ist groß. 300 neue Arbeitsplätze sind in diesen 10 Jahren durch dieses Zentrum entstanden. Viele junge Unternehmer haben hier gestartet und haben hier eine Karriere begonnen, die sie hoffentlich noch Jahrzehnte fortsetzen. Vielleicht als Spiegelbild der Zukunft. Für die ist einiges geplant. Unter anderem sollen Gründer im Bereich der Mechatronik noch besser unterstützt werden.